weitere Kolonisten gefunden. Willkommen zurück bei Mass Effect Andromeda. Es geht gleich hier los. Ah! Mitten im Kampf, gerade das Spiel geladen, steht man hier mitten. Au! Meine Hunde sind weggeputzelt. Meine Sau. So. Genau. Ja. Wir haben das Spiel geladen, weil die Konsole nicht mehr verwendbar war, aber jetzt geht sie wieder. Alles wieder gut. Wie in echt, wenn man ein Problem hat, an- und ausschalten. Und dann geht's wieder. So, dieser macht alles richtig. Ich drücke jetzt nicht A, damit macht man es nämlich. LTRT, Glyphen ansehen. Ach, ich muss noch welche einsetzen, sozusagen zusätzlich zu denen, die schon da sind. Ach so. Ich dachte, irgendwie mit den Roten muss ich was machen. Und ich dachte, die sind ja alle richtig. Was will das Spiel von mir? Man muss jetzt zusätzlich Glyphen einsetzen, die halt... die ist in der Form noch nicht vorhanden. Das passt also. Und die ist schon, die auch, die noch nicht passt. Die ist da schon. Dann kann ich hier wieder diese reinsetzen, genau. Ja. Okay, die sind da auch noch nicht. Passt. Schau mal, hier doch, kommt. Ja, ich glaube, ich habe eine andere Red im Kopf, das ist ein bisschen so. Ja. Die noch die nicht. Nicht. Genau, und hier kommt diese rein. Ja. Das heißt, als letztes kommt hier diese rein. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Das sieht gut aus. Ich finde, das sieht gut aus, oder? Ja, sie dürfen auch nicht in einer Reihe. Genau, dürfen nicht in einer Reihe, nicht in einer Spalte und nicht im gleichen Viereck sein. Haben wir das auch mal geschnallt. So schwer ist das eigentlich gar nicht, wenn man das mal schnallt, dass man noch was einsetzen soll. Ja. Yes, Erfolg. Sehr gut. Ich hab's. First try. Ein Landungsschiff der Cat. Ernsthaft? Erledigt. Die Monolithen sind online und verbunden mit etwas im See? Das könnte der Hauptschalter sein, den wir suchen. Wir treffen uns dort. Unternehmen Sie nichts ohne mich. Ich muss dann dieses Mädel noch scannen, nochmal. Okay. Das war mir ein Stress hier, bevor irgendwas gescannt wird. Nee, ich sag ja nur, bevor du gehst. Jö, das ist nervig. Hopp, ich bin hier fest. Entdeckung. Hier ist einiges jetzt. Granate. Schutzschild. Ich muss das Interface benutzen, das dieses Ding steuert. Haben wir ein bisschen aufgeladen, ist sehr gut. Ja. Da muss er hin. Was ist eine? Bilde ich mir das nur ein? Oder tauchen die Cat wirklich überall dort auf, wo wir Relikt-Tech finden? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Okay, ich wollte eigentlich nur das aufsammeln. Wenn man einen Sprung mit einem Nahkampfangriff kombiniert. Mhm, macht Spam. Cool, cool. Ich wollte eigentlich nur was aufsammeln. Okay, Scannen. Scannen, scannen. Das haben wir eigentlich erledigt vorhin schon. Ja, aber das hat sie ja nochmal, als du geladen hast, nochmal gefragt, ob du hier hinten nicht schicken könntest, ja. Hintere. Ja, schon ist ein neues Ding, das kann ich mal mitscannen, das kennt ihr noch nicht. Weiß ich nicht, weil gesagt hat sie es nochmal. Ja, vielleicht noch irgendwo anders. Nee, vielleicht war der Sprachplatz einfach nochmal neu. Ja, das kann sein. Ich mag deinen Bauch. Der meckert ein bisschen. Der meckert gerade ein bisschen. Ich glaube nicht, dass das auf dem Mikro gehört hat, so war es dann auch nicht. Hoffe ich mal nicht. Das war schon mal mit dem linken, kann ich es noch anzeigen lassen. Genau, den Eingang erkunden, Atmosphärenstrahlung beseitigen. Irgendwo ist das aufgegangen, aber wo? Guck auf der Karte. Oder warte mal, da oben ist ja eh der... Da ist der Stern da drüben. Gesehen? Hä, ich will auf die, noch auf der Karte. Was macht der, spinnt der ein bisschen so? Da, ich glaube, du drückst nur einen Quatsch. Ja. Ja, ja, da ist der Eingang. Aber das können wir eben noch machen, den Posten, den Außenposten können wir eben noch mitnehmen. Kannst du noch aktivieren. Was ist hier noch jeweils?
Sachen scannen. Mineralien. Steineklopfen, Erinnerungsauslöser. Mineralien, ja, ja, ja. Mach erstmal das hier. Und Anlage 2 nicht vergessen. Ja, ja. Man hat immer voll viel zu tun. So ein Planet dauert echt lange. Ich dachte, so kommt so ein Planet bei Mars Effect 1 und so. Dann war so ein Planet halt mal so 4 Punkte abklappern und eine Mission vielleicht. Hier ein ist blöder ein Sandwurm. Und hier ist er schon die ganze Zeit auf dem Planeten. So, mein Auto suchen. Ah, ich dachte, ich kann direkt reinspringen. Das wäre cool gewesen. Du hast es markiert, oder? Mhm. Ja, noch auf der Karte ist eins. Ja, da drüben ist es. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Sehr gut. Doch, abgefahren. In der Region sind Abbauzonen verfügbar, Pathfinder. Ich habe sie Ihrem NAV-System hinzugefügt. Kannst ja mal aussteigen und scannen. Mhm. Leichnam. Strahlungskrankheit, so lange draußen geblieben. Hm. Datenschlüssel, Technikexperte Aman Kutari. Getötet von dem, was er erforscht hatte. Die Todesfälle unter dem Personal wurden nicht gemeldet. Die Chefingenieurin hat die Berichte an den Nexus zurückgehalten. Das klingt übel, aber was auf EOS klingt schon gut. Autoscan, das kennen wir anscheinend auch noch nicht. Ja, doch, ich glaube, das kennt er schon. Ja, so noch rot. Dann steig mal ein. Ja, ich will es scannen, das ist rot. Das, er schreibt dir doch schon hin, was es ist. Ja, aber eigentlich, sonst, wenn ihr Sachen kennt, werden immer so golden. Und wenn es rot ist, kann man die eigentlich noch scannen. Geht aber nicht. Was soll das? Manu. Ja. Ich will nicht, dass der rot ist. So, dann haben wir jetzt zum Eingang erkunden, oder? Zu der Hauptmission. Kommen wir da am besten hin. Hier oben geht eine Straße lang und dann irgendwie da runter. Vielleicht ist das wieder so eine Höhle oder so, wo man durchfahren könnte. Scan. Ja, da müssen wir dann wieder hin. Das ist Anlage 2. Okay. Ich finde, man sieht manchmal schlecht, ob er gerade tiefer gelegt ist. Kett. Hi. Ist da der Eingang? Ich kann sehen. Hast du gesehen, wie der weggefetzt ist? Da? Er hat es, glaube ich, schon, ja. Ist noch jemand übrig? Ja. Moin, Jungs. Ja, der versteckt sich da. Na gut. Er wählt, schau mal, wie er wählt, der ist. Das ist eine lange Ecke. Ja. Ach, er lebt noch. Ja. Muss einfach mal den Klink einfach machen. Ja. So. Auch gut funktioniert. Was haben wir hier? Eine Basis oder was? Das ist, glaube ich, der Eingang. Ah! Ja. So, ein bisschen cool im Nahkampf mal rummeucheln. Scheint keiner mehr da zu sein. Da drüben wird es sein, oder? Mhm. Ja, nicht mehr weit. Willst du nicht rüberfahren? Ne, ist glaube ich gleich hier. Na, fahren wir doch rüber, hast recht. Doch noch ein bisschen weiter, als ich gedacht habe. Thank you.
Kannst die Brücke aktivieren. Wahrscheinlich. Cool, cool, cool. Ich bin gespannt, ob du die Welt wiederherstellen kannst. Was kommt aus dem See? Die Tech ist auch unterirdisch? Mal sehen. Es öffnet sich. Ich sehe eine Tür. Vorwärts. Wow, und es bildet sich eine Brücke. Auch überfahren sieht stabil aus. Falls nicht, müssen wir schwimmen. Was wollte ich gerade noch sagen? Gerade über. Achso, ich habe schon gesehen bei den Achievements, bei den Erfolgen, oder Trophies, wie es auf PS4 dann heißt, es gibt eine solche, dass man jeden Planeten auf 100% Lebensfähigkeit bringt. Also geht das wohl dann auch immer. Cool. Oh, ein Shuttle. Nice. Kannst du ja mal scannen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wer ist denn da? Keine Ahnung. Ach, die Dings, die Phoebe. Die Phoebe heißt die doch, nicht Phoebe. Oder? Egal. Für Phoebe. Danke fürs Spielen. Was? Wie, warum? Bin ich schon zu weit? Du kannst mal die Welt noch erforschen bis... Mal eigentlich 10 Stunden im Spiel, die man spielen kann, dieser, bevor das halt rauskommt am 23. Gibt es so einen Early Access bei EA, 10 Stunden. Mhm. Aber anscheinend sind die 10 Stunden auch nicht alles dabei. Anscheinend geht es dann erst hier weiter. Das heißt, ich muss noch ein bisschen warten bis zum 23. Dann kann ich erst weiterspielen. Nein, ich wollte doch jetzt wissen, was hier ist. Das war schon relativ cool. Wie viel Zeit hast du noch? Wo steht's denn? Wenn ich Shift F1 drücke, sehe ich's. Eine Stunde 15. Ein bisschen habe ich noch. Dann können wir die Welt hier noch ein bisschen erkunden. Können wir das noch machen? Da waren ja noch ein paar Sachen. Ja, Manu. Du könntest jetzt zur Anlage 2 und das einsetzen noch alles. Wo ist Anlage 2? Da oben. Unten? Da oben. Anfang des Sees. Nein, da. Das ist kein Projekt, das meinst du? Ah, okay. Das hast du jetzt eingesammelt und dann muss man zur Anlage 2 und das wieder auswerten lassen, was die da forschen wollten oder so. Ja, das können wir machen. Manu! Doch, das ist schon hier auf sich halten. Bin ich schon neugierig jetzt. Ja. Ja. Dann kann ich auch nochmal zurück auf die Nexus. Ich kann schon noch ein paar Sachen machen, das ist ja nicht alles jetzt. Aber halt hier, der Teil des Spiels scheint halt ein großer Story-Fortschritt zu sein, der dann nicht freigeschaltet ist. Finde ich gut, dann sehe ich nicht so viel. Ich finde das jetzt gar nicht so schlimm, ich muss das ja danach nochmal spielen. Ups, komme ich mir am besten durch. Über den Stein fahren, das ist immer die beste. Ja, natürlich. Da habe ich ein Gelände los. Mein Herz weh. Da fällt man die Karte. Mein Autofahrerherz. Überhüpfen, überhüpfen. Danke. So. Ich dachte, Konsole benutzen würde hier reichen. 2 Meter bis hier noch. Soll ich irgendwas machen? Scannen? Hübsch. Gehen wir zur Forschungsstation. Mal sehen, was wir haben. 18% ist im Moment die Lebensfähigkeit. Was ist das hier? Eine Initiative Cantech. Aha, aha, aha. Was ist jetzt mit meiner Mission? Das war's, hab einfach irgendwas aktiviert und alles ist super, oder wie? Forschung, irgendetwas. Forschung, irgendwas. Forschungsstation ist da oben, okay. Da ist mal die Tempest. Hauptmission geht nicht wieder. Hier kann man Zeug einsammeln, das war mir auch nicht so spannend. Wir können mal den Mineralien-Scan machen, wie das aussieht. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Können wir mal hier hinfahren. Dann wissen wir auch mal, wie das geht.
Das muss man insgesamt 16 Mal machen. Ich glaube nicht nur auf dem Planeten, sondern wahrscheinlich auf mehreren Planeten machen. Mhm. Und dann, wenn man immer die 16 erreicht hat, kann man halt zurückgehen oder die Mission abgeben. Ein bisschen Fluorid zum Einsammeln und war noch irgendwas. Das habe ich schon, ja. Aber da drüben ist noch eins unterm Baum. Das habe ich glaube ich auch schon. Zwei hatte ich schon, als ich das letzte Mal hier war, ja. Okay. Schade, schade. So, eine Reihen scannen. Hätte nicht durch die Basis. Ja, das ist zu optimistisch. Kann ich da durch? Ja, wieder aus. Blende. Ich dir beim Autofahren zuschauen, das ist wirklich furchtbar. Du kannst dann ja, wenn du spielst, nur auf dem Weg fahren. Mit so einem Schmarrn fahre ich sicher nicht zusammen. Das ist effizient. Hä? Ja? Nein, weg. Na, passt schon. Damit deinem Schwind nicht so schnell wie du hier herumdrückst immer. Auf der Erde gab es auch solche Formationen. Viele Kinder haben bei ihrem Anblick an fremde Welten gedacht. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Das haben wir auch noch nicht gemacht, worum das geht. So, mit RB eine Drohne starten. Da gibt es hier Sachen abgebaut. Also fällt jetzt wieder mit. Starten musst du es noch, oder? Die habe ich schon. Die hat jetzt Sachen eingesammelt. So. Da. Okay, die ist halt dann da. Ach genau, die ist in diesem Bereich. Hat jetzt Sachen abgebaut. Kann ich hier wieder zurückrufen? Oder bleibt jetzt einfach da? Die ist wahrscheinlich noch dabei oder so. Okay. Das blinkt jetzt schon wieder. Ach, okay, wird ja angezeigt. Neue abrufen? Ja. Und ein paar Feed abgebaut. Ah, kann ich beim Fahren auch noch Zeug abbauen. Noch ein Fragezeichen, ist das? Mhm. Okay, und noch was Unbekanntes. Das will ich dann auch noch erkunden. Nehmen wir alles mit jetzt hier. Oh, viel Eisen. Zack, abgebaut. Wie komme ich jetzt hier ein bisschen rum? Das ist da unten. Oh, ist ein. Guck mal, was das ist. Scheint eh unten in der Ebene zu sein. Da drüben. Ja. Oder was ich machen kann. Das muss ja genau hier sein. Kann ich das irgendwie aufmachen? Das sieht aus wie eine Konsole, ne? Eigentlich, aber das drücken kann ich hier nicht. Was ist, wenn du auf das Teil da drauf gehst? Das habe ich gescannt. Aber auf die Mitte draufstelle? Ja, da oben rauflatschen. Das ist halt irgendwie so ein Bauwerk wieder, ne? Ja. Nichts, ne? Das muss jetzt irgendwas bringen, das Ding hier. Was sagt denn die Karte, was es ist? Die Karte sagt gar nichts, wenn man drauf geht. So jetzt es blinkt jedenfalls. Genau, hier sagt er jetzt hier was und hier sagt er gar nichts. Da beim Eingang, da ist was drauf, guck. Oder nee, das sind drei so. Kann man das scannen? Was scannen? Das da oben. Das hier? Mhm. Irgendwas? Nee. Das ist einfach nur ein Bauwerk. Vielleicht kann man dahinter was aktivieren. Vielleicht ist es einfach nur, dass es halt ein Bauwerk ist. Und dann kann man sich das angucken und sich freuen. Juhu, ein Bauwerk. Ja, schon irgendwie ein bisschen interessant. Irgendwas wird es da schon noch geben, wenn du die Forschungsdaten auswertest oder sowas. Keine Ahnung, wer da auch wieder so ein Kerntech-Dings steht. Ja, vielleicht bringt einfach nur, dass man halt ein paar Forschungsdaten gesammelt hat, sich hier aufladen kann und das war's halt.
Aber es ist ja nicht so, dass es nicht genug auf dem Planeten zu tun gibt. Deswegen ist das vielleicht halt nichts Besonderes. Also außer dass es halt interessant ist. Wir müssen jetzt gucken, jetzt ein bisschen nach links. Okay. Da muss das sein. Wenn man rein links wenden kann. Meine Sensoren registrieren ein Mineral, das nicht in meiner Datenbank steht, Pathfinder. Sollten wir es für Chief Lucan scannen? Es würde seine Geophysik VI deutlich verbessern. Lebenserhaltungssysteme sind offline. Das ist verbraucht, ne? Ja, ich will. Okay. Hallo. Und tot. Das ging ja voll schnell dann. Autsch. Ja. Ich wollte da schnell einsteigen noch. Das Blöde ist, ich wollte das schnell scannen, aber er bricht den Scan immer ab, wenn man Schaden nimmt. Strahlenbelastung nimmt zu. Mhm. Aber war jetzt nicht, weil das hier automatisch gespeichert. Das ist ja gemein, das wird sie gefreut. Gemein Versagen. Ja. Ja, das ist gemein. Habe ich das eigentlich gescannt, erfolgreich? Pathfinder, sie ist nicht tot. Also das ist erfolgreich, dass ich das noch gescannt habe. Kannst du uns gucken? Ja. Okay, ist er gescannt. Also die Strahlung geht ganz schön schnell, siehst du das? Ja. Und für Alter. Für Walter. Weil da halt irgendwas ist, was das sehr schnell absenkt. Ja, das ist voll krass. Meine Sensoren registrieren ein Mineral, das nicht in meiner Datenbank stehen kann. Ja, ja, das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Es würde seine Geophysik deutlich verbessern. Warum ist das so krass? Das kann ich ja gar nicht scannen. Ja, weil das ist ja so ein Nebel. Siehst du das nicht? Das sehe ich. Jetzt gehe ich auch so kaputt. Das ist ja auch Strahlung 3. Gefahrenstrahlung 3. Ja, vielleicht kannst du das erst später machen. Da ist ein Gravitationsschacht. Was ist das in der Gravitationsschacht da? Kann ich irgendwo reinlatschen? Was ist denn hier noch alles los? Und warum sterbe ich so schnell? Ich will nicht so schnell sterben. Aber ich sterbe so schnell. Dann hau ich ab. Tschüss. Das ist ja krass. Ich dachte vorhin, als ich denn gefahren bin, dass ich halt beim vorherigen Kunden nicht aufgepasst habe und mein Anzug halt schon so weit über dem Normalwert hinüber war, dass ich deswegen kaputt gegangen bin. Ja, wenn du das jetzt verlässt, dann bist du tot. Nee, in der Nähe von der Kapsel musst du eigentlich. Müsste eigentlich das alles cool sein. Ja, du stirbst hier halt nicht, aber aufladen tut es jetzt nicht. Dachte ich eigentlich. Tut's nicht. Dass es an den Dingern auflädt. Du musst, glaube ich, ins Hauptquartier. Wahrscheinlich. Okay, krass. Fieses Gebiet da hinten. Weiß ich jetzt auch mal. Bei Tempest können wir uns aufladen. Was ist jetzt da noch? Steine klopfen. Ja, nein, danke. Also, das will ich schon, das will ich eigentlich noch machen. Das reicht, glaube ich, wenn ich da vorbeikarre, oder? Ja, aber du hast ja nichts mehr hier für die Strahlung übrig. Ja, schon recht. Jo. Vielleicht können wir es schaffen. So nicht. Wie ist denn der Weg dahin? Die Straße, dann kann ich hier links, glaube ich, könnte ich eventuell hoch, darüber und da ins Tal fahren. Okay, probieren wir es mal aus. Das ist ja fies, hätte ich am liebsten, ich am besten wahrscheinlich einfach da nochmal sterben. Ich wollte nicht sterben, sterben ist immer unschön. Aber es wäre wahrscheinlich das Beste gewesen. Ja. Und dann hätte man ein vernünftiges Auto wieder gehabt und einen vernünftigen Anzug. Ich versuche gerade zu schauen, wie ich mich am besten da hochschummel. Geht wahrscheinlich gar nicht, muss ich hier außen rum, oder? Ja. Ich glaube, hier ist alles zu steil, ja. Okay. Bringt nichts, sich da lang zu schummeln. Na, das Auto geht langsam ein bisschen kaputt. Siehst du das rechts? Die. Da landen wieder welche. Da ist auch alles grün. Da geht es jetzt bestimmt voll schnell. Na, wo ist man noch Level 1, ne? Ja. Und dann. Geht er schon.
Ich weiß nicht, ob ich für die Erinnerung aussteigen muss. Weißt du das noch? Nee. Du musst probieren halt dann. Ja, probier mal aus, ne? Können wir schon sehen. Das Auto ist auch schon so kaputt, dass der Boost gar nicht mehr lange geht. Der geht immer gleich wieder aus, der Boost. Na toll. Toll, jetzt geht's. Hier ist eine super. Hier ist ja, das ist eine Anlage, ne? Ja. Hier links doch irgendwo dann auch hochkommen. Wenn Sie mir den Namen geben, aktualisiere ich die Unterlagen und kennzeichne den Leichnam für eine Bergung. Nebenbei was erledigt. Tegan C. Die Strahlung hat sie getötet. Durch Strahlung getötet? Was für ein... Wann passiert denn sowas? Dir? Auch schon passiert. Nee. Doch. Kann ich mich nicht daran erinnern. Ich das sind alles Gerüchte, Hase. Ich weiß nicht, wo du das aufgeschnappt hast. Bessere Version von Sam, ich weiß sowas. Halte ich für ein Gerücht. Mir ist sowas noch nie passiert. Passiert nur nichts. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Rapide angestiegen. So, ich gehe mich jetzt hier hoch mit dem Ego. Ich bin auch im dümmsten Berg hochgeschoben. Manchmal sind die sich schon hochgeschoben. Wie alles. Wo geht's zur Erinnerung? Da lang. Oh, das geht alles gut. Wo fahren wir am besten lang? Eigentlich sollte es hier hochgehen. Es sah jetzt ein bisschen steil aus, aber ich bin doch schon fast oben. Es muss doch jetzt hier hochgehen. Ich will nicht ganz außen rumfahren. Nee, es geht jetzt hier nicht hoch, wo ich mich ja schon lang gequält habe. No, Hase! Ja. Das ist aber immerhin nicht wieder voll aufgeladen, ist auch was wert. Ah, ich will nicht. Kann er nur losgehen? Gas geben. Muss dann doch auch mit ihm fahren. Wieder kannst du was von der Umgebung angucken? Jetzt mit dem Ding so einfach nur so umschauen. Ja, wenn du jetzt außen rum fährst, dann kannst du ein bisschen was von deiner Umgebung sehen, ne? Ja, stimmt. Das heizt. Lass mal den Booster ein bisschen aufladen. Scheinwerfer anmachen. Gegner vor uns! Familiengeheimnisse der Raider. Beute aus unseren Außenposten und eine Archenrettungskapsel. Wo haben Sie die denn her? Ist doch egal. Wir werden sie Ihnen jedenfalls nicht überlassen. Wir müssen sie aus der Nähe scannen. Okay, das ist irgendwie noch ein Bonusgeschichte, dass wir irgendwie ein interessanter Ort. Wollt ihr eigentlich dahin? Soll ich die mal bekämpfen? Ja, mach. Ja? Ja. Dann mache ich Sachen uns geklaut. Dann mache ich das aber erst in der nächsten Folge. Also ich mache eine kurze Pause. In der nächsten Folge werde ich dann mal gucken, was die da vorhaben, die Säcke. Die haben Sachen von uns geklaut. Das geht ja nicht. Erkunden wir den Ort, schauen da mal hin und erholen uns dann noch die Familiengeheimnisse. Ja, wir sagen all das in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann.